Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir waren nicht nur auf den zwei Stellplätzen, sondern auch zwei Tage in der schönen Stadt Bern. Ich bin absolut kein Städtefan, aber Bern hat mir wirklich richtig gut gefallen. Das Highlight war für mich Schwimmen in dem Fluss Aare. Das machen sehr viele Berner und ist auch offiziell erlaubt. Es gibt überall Ein- und Ausstiege. Für mich bleibt das ein unvergessenes Erlebnis, sich in dem Fluss einfach treiben zu lassen, bei glasklarem Wasser. Es ging dann zurück nach Deutschland und wir machten Halt an einen sehr schönen Baggersee, nicht weit weg von Donauwörth. Laut der App Park for Night kann man dort übernachten, aber das war wohl mal. Dieses Schild spricht eine deutliche Sprache. Somit fuhren wir dann nach dem Essen weiter. Es ging nach Monheim, ca. 20 Minuten vom Baggersee entfernt. Monheim stellt einen Wohnmobilstellplatz mit Fähr- und Entsorgung zur Verfügung, der zudem auch noch kostenlos ist. Herzlichen Dank dafür. Was ein bisschen blöd ist, dass der Einlass für das Grauwasser am Rande ist, direkt an der Sanistation. Frischwasser kostet 1 Euro. Und hier wird die Toilettenkassette entsorgt oder unser Urinbehälter. Hier seht ihr, dass ich für die Grauwasserentsorgung sehr nah ran habe fahren müssen. Was mich schon längere Zeit beim Clever nervt, ist, dass der Grauwasserhebel ziemlich weit innen ist, so dass man schlecht hinkommt. Das Rohr gehört unbedingt verlängert. Der Stellplatz liegt auf einem großen Parkplatz und es haben maximal 5 Wohnmobile Platz, falls ich richtig gezählt habe. Die Nacht war ruhig und angenehm und ich kann den Stellplatz sehr empfehlen. Da der Stellplatz recht zentral liegt, kann man schön durch Monheim bummeln. Am nächsten Tag ging es dann direkt nach Hause. Und nun das Fazit zu unserer Schweizreise. Erster Zwischenstopp war auf dem Stellplatz in Vohburg bei Ingolstadt. Dieser kostenlose Stellplatz ist einfach nur wunderschön und ich habe auch schon Rückmeldungen von Abonnenten bekommen, die auch auf diesem Platz standen und sehr zufrieden waren. Außerdem haben wir auf diesem Platz zum ersten Mal unser Aufenthaltszelt aufgebaut. Nächste Station war dann Immenstadt im Allgäu mit dem wunderschönen großen und kleinen Alpsee. Wir waren am kleinen Alpsee mit seinem glasklaren Wasser eine Runde schwimmen. Auf dem Wohnmobilstellplatz in Immenstadt waren wir 2 Nächte für jeweils 13 Euro. Auch hier war es in der Nacht sehr ruhig und am anderen Ende des großen Parkplatzes gibt es eine Fähr- und Entsorgung, die wir auch genutzt haben. Nach Immenstadt ging es dann endlich in die Schweiz zum ersten Stellplatz. Alleine freistehen in wunderschöner Natur, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Mich hat dieser Stellplatz in schöner Landschaft sehr begeistert, ebenso diese Herzlichkeit von der Besitzerin Regula. Falls ihr im Kanton Bern in der Schweiz unterwegs seid, kann ich euch den Stellplatz wärmstens empfehlen. Sogar Dusche, WC, Strom- und Wasseranschluss ist vorhanden. Den Link zur Buchung über Landcamp findet ihr in der Videobeschreibung, ebenso alle Videos von der Schweizreise. Das nächste Highlight war dann der Stellplatz im Kanton St. Gallen. Auf 1150 Meter hat man einen phänomenalen Ausblick. Man kann vom Stellplatz aus zahlreiche Wanderungen oder auch Radtouren unternehmen. Auch ein kleiner Bergsee ist nach ca. 30 Minuten Fußmarsch erreichbar, indem man sich abfrischen kann oder einfach die Umgebung genießen. Auch hier wurden wir von den Besitzern herzlich empfangen. Und ich denke, das merkt man auch in dem Interview, wie freundlich und nett die beiden sind, genauso wie Regula vom anderen Stellplatz. Auch diesen Stellplatz könnt ihr über Landcamp buchen. Mein Fazit zu der Schweizreise, ja, ihr könnt es euch wohl vorstellen, fällt absolut positiv aus. Zuvor war ich erst einmal in der Schweiz und das war beruflich. Da habe ich nicht viel mitbekommen, weil ich ja arbeiten musste. Die Schweiz ist einfach ein sehr schönes Land
und die Leute sind durchwegs freundlich, so mein Eindruck jedenfalls. Einkaufen gehen, essen gehen und auch tanken ist für uns natürlich um einiges teurer als in Deutschland. Aber dadurch, dass wir selber kochen können und Vorräte dabei hatten, schlägt das nicht so zu Buche. Das war's mit diesem kurzen Video. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und natürlich über ein Abo, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Video. Ciao!